eisblaues Wasser, Farmland, Großstädte. Mir würde auch der Stream nicht so Spaß machen, wenn ihr auch so korrekt wärt. Ich schwöre. Weite Sümpfe, hohe Berge und eine vielfältige Unterwasserwelt. Also, Bruder, aber irgendwas stimmt da nicht. Es kann nicht sein, dass es so oft Werbung ist, ich schwöre. Kaum ein Urlaubsort ist so vielfältig wie Australien. Kein Wunder, dass sich das Land seit Jahren in den Top 10 der beliebtesten Reiseziele der Deutschen hält. Einmal bitte Titel nochmal ändern, Bruder. Einmal bitte noch Titel ändern, Bruder, jetzt, dass wir noch eine Folge in Solito gucken. Am besten erkunden kann man die vielschichtigen Gegenden nur bei einem längeren Aufenthalt. Ich mach mal Simon das wieder weg. Jalla, wir gehen rein. Leon. Habibi. Dankeschön. Kuss, mein Bruderherz. Kuss, kuss, kuss. Nur für euch noch eine Folge, ne? Ich bin eigentlich todmüde. Sag ich euch ehrlich. Nur für euch. Nur für euch. Adin, Kuss. Bevor wir anfangen, möchte ich darauf hinweisen, dass es sich bei den Informationen in diesem Video ausschließlich um eine Darstellung von Fakten handelt, die ich durch verschiedene Quellen zusammengetragen habe. Es handelt sich dabei nicht um meine persönliche Meinung und ich möchte an keinem Punkt in diesem Video eine der beteiligten Personen beschuldigen. Mann, schon wieder Werbung, Digga, was soll das? Und jetzt beginnen wir mit dem Video. Simone Strobel ist 1980 im beschaulichen Ortsteil Rieden in Hausen bei Würzburg auf die Welt gekommen. Sie mochte ihr Heimatdorf und hatte sich dort ein Leben aufgebaut. Beruflich hatte sie eine Ausbildung zur Erzieherin abgeschlossen und wollte bald auch fest in diese Richtung arbeiten. Doch vorher wollte sie noch die Chance nutzen, ein wenig ihre Jugend auf... Kiki Kallas, dankeschön für deinen Sub. Dennis, dankeschön für die lieben Worte. Und Leon, nochmal vielen Dank für noch ein Verschenken an die Community, Bruder. Kuss, kuss, kuss. Liebe geht raus. Ich danke euch, Jungs. Vielen, vielen Dank. Auszuleben, zu reisen und neue Länder zu erkunden. Dabei begleiten sollte sie ihr Freund Tobias. Die beiden waren bereits seit 6 Jahren ein Paar, was angesichts des jungen Alters der beiden eine ganz schön lange Zeit war. Tobias selbst war Sportstudent und ein Jahr jünger als Simone. 2004 setzten die beiden ihre lang geschmiedeten Pläne in die Tat um. Sie hatten ein Working Holiday Visum bekommen und wollten das nächste Jahr über Australien erkunden und dort als Rucksacktouristen durch das Land reisen. Simone war zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt. An einem Tag im August trugen Tobias und Simone ihre schweren Rucksäcke zum Auto, um sich auf den Weg zum Flughafen zu machen. Simones Mutter fiel der Abschied schwer. Noch nie war sie so lange von ihrer Tochter getrennt gewesen. Bitte bring mir Simone wieder zurück, sagte sie. Digga, stell dir mal vor, deine Mutter, oh mein Gott. Stellt mal vor, das sagt einfach eure Mutter zu euch und ihr geht einfach weg. Also die Mutter sagt es zu dem Freund. Boah. Bruder, wenn der Freund jetzt noch lebt oder der Mann noch lebt, der wird ja sein ganzes Leben lang schlechtes Gewissen haben. Sie Tobias beim Abschied. Das verspreche ich, antwortete der 23-Jährige mit den etwas längeren blonden Haaren. Die Reise von Tobias und Simone schien ein voller Erfolg zu sein. Die Wochen zogen ins Land, während die beiden zahlreiche Städte erkundeten, am Strand lagen oder mit den Einheimischen Kontakte knüpften. Alles war genauso oder vielleicht sogar noch besser, als sie es sich erträumt hatten. Sogar die Arbeit auf der Baumwollplantage, mit der sie sich ihren Aufenthalt größtenteils finanzierten, machte den beiden Spaß. Dadurch hatten sie die Chance, Geld zu verdienen und gleichzeitig die beeindruckende Natur zu bestaunen. Als einmal eine Freundin die beiden vor Ort besuchte, erhielt diese den Eindruck, dass ihre Reise die Beziehung von Simone und Tobias noch gestärkt hätte und die beiden sehr glücklich zu sein schienen. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas wird da gleich passieren, glaube ich. Die anfänglichen Zweifel der beiden, ob alles so klappen würde wie geplant, hatten sich irgendwo zwischen den Strandausflügen und den Roadtrips quer durch das Land zerlaufen. Die meiste Zeit übernachteten sie in ihrem Van. Dadurch waren sie flexibel und konnten wann immer sie wollten ihren Aufenthaltsort wechseln.
Ein Privileg, das man bei einem alltäglichen Leben in Deutschland nicht hat. Die Monate verstrichen und am liebsten wäre das junge Paar noch viel länger in Australien geblieben. Die Familien und die Freunde der beiden hätten sicher manchmal gerne mit ihnen getauscht, wenn sie wieder einmal am Telefon hörten, was Simone und Tobias in den vergangenen Tagen alles erlebt hatten. Tobias' Schwester Katrin und ihr Freund Jens Martin waren so begeistert, dass sie das Paar im Januar 2005 besuchen und einen Monat lang gemeinsam mit ihnen reisen wollten. Simone und Tobias freuten sich darüber. Und am 26. Januar 2005 war es soweit. Katrin und Jens Martin stießen zu den beiden dazu und zu viert lebten sie von da an auf einem Campingplatz in Lismore, einer Stadt im äußersten Nordosten des Bundesstaates New South Wales. Der Platz war begrenzt, weswegen Simone und Tobias im Van schliefen und Katrin und Jens Martin draußen in einem Zelt. Dennoch waren die folgenden Tage schön und die vier nutzten die Zeit, um einige Nationalparks zu besuchen. Boah, schön. Zwei Wochen später, am 10. Februar 2005, war die Stimmung unter den Vieren etwas angespannt. In den letzten Tagen hat es durchgehend geregnet, weswegen sie nicht, so wie eigentlich geplant, viel erkunden konnten, sondern gezwungen waren, die meiste Zeit im Van und auf dem Campingplatz zu verbringen. Dicht auf dicht zusammengepfercht über mehrere Tage kam es zu dem ein oder anderen Streit, weswegen die Gruppe beschlossen hatte, an diesem Abend eine Kneipe zu besuchen, um auf andere Gedanken zu kommen. Kameraaufzeichnungen bestätigen den Besuch. Anschließend verließ die Gruppe den Pub und machte sich auf den Weg zurück zum Campingplatz. Digga, wie komisch sieht das aus? Digga, wie sass sieht das aus? Kameraaufzeichnungen bestätigen den Besuch. Anschließend verließ die Gruppe den Pub und machte sich auf den Weg zurück zum Campingplatz. Die weiteren Schilderungen des Abends basieren einzig und allein auf den Aussagen von Simones Begleitern. Laut Tobias, Katrin und Jens Martin kamen sie gegen 23 Uhr an ihrem Van an. Dort hätten sie sich noch ein wenig unterhalten und dabei etwas Alkohol getrunken. Kollege, moin, Bro. Irgendwann später sei es zu einem Streit zwischen Tobias und seiner Schwester gekommen, bei dem es um Familienangelegenheiten ging. Simone habe darauf sehr genervt reagiert und hätte die beiden darum gebeten, ihren Streit beiseite zu legen, damit sie den Urlaub genießen können. Aber anscheinend haben sie das nicht getan, denn Simone verschwand daraufhin ohne eine Jacke und ohne Geld oder ihre Papiere in der Dunkelheit, weil sie Ruhe haben und allein sein wollte. Digga, diese Sounds sind so schlimm, ich schwöre. Die sind so schlimm. Nachdem der Streit abgeklungen war, seien die drei anderen Simone nachgegangen und hätten den gesamten Campingplatz nach ihr abgesucht. Aber ohne Erfolg. Die Dunkelheit und die Tatsache, dass alle etwas Alkohol getrunken hatten, hat die Suche noch etwas erschwert. Letztendlich entschieden sich die drei dazu, ohne Simone schlafen zu gehen. Als auch am nächsten Morgen noch jede Spur von ihr fehlte, alarmierten sie gegen 10.45 Uhr die Polizei. Gegenüber den Polizisten gab die Gruppe den Abend, so wie eben beschrieben, wieder. Besonders Tobias machte auf die Ermittler dabei einen sehr besorgten und aufgelösten Eindruck. Er versicherte, dass es keinen Streit zwischen ihm und ihr gab und fügte hinzu: Wir haben eine sehr, sehr schöne Beziehung. Wir sind nicht nur ein Liebespaar, wir sind auch richtig gute Freunde. Wir kennen uns seit 6,5 Jahren. Nach unserem ersten Date wurde das alles schnell wie zu einer Geschichte aus einem Liebesfilm. Dennoch wollte die Polizei die Theorie, dass die beiden eventuell gestritten hatten, nicht sofort fallen lassen. Auch bei einem Interview sah Tobias sehr betroffen aus und sein Haar hing ihm strähnig ins Gesicht. Es könnte alles passiert sein. Sie könnte entführt oder vergewaltigt worden sein. Ich kann vor Sorge weder essen noch schlafen. Mein Magen krampft sich zusammen und ich zittere am ganzen Körper. Wir waren uns sehr nah. Und die Polizei hat sich geirrt, als sie sagte, wir hätten einen Streit gehabt. Wir haben uns überhaupt nicht gestritten. So zu verschwinden ist völlig untypisch für Simone. Sie ist Kindergärtnerin und eine sehr verantwortungsvolle... Digga, aber warum verschwindet man auch einfach in der Nacht?
auch noch angetrunken, besoffen und geh einfach alleine in den Wald oder sowas. Also ich verstehe auch immer so eine Moves nicht. Ich check das nicht. Gerade als Frau auch noch, ne? Egal in welchem Land du bist, es gibt leider immer verrückte Leute. Sehr sensible Person. Sie ist sehr freundlich, aber von Natur aus vorsichtig und würde niemals in das Auto eines Fremden steigen oder mit jemandem weggehen. Ich weiß, sie würde mich kontaktieren, wenn sie könnte. Dem Polizisten war schnell klar, dass Simone etwas zugestoßen sein muss. Die 24-Jährige hatte weder Geld noch ihren Ausweis dabei und es gab keinen Ort, wo sie sich hätte aufhalten können. Eine groß angelegte Suchaktion wurde gestartet. Aber als auch am nächsten Tag noch immer jede Spur von Simone fehlte, informierte Tobias ihre Eltern. 3 Tage später reiste Simones Bruder Alexander nach Australien, um bei der Suche nach seiner Schwester zu helfen. Die Ermittlungen hatten immer noch keine Hinweise zu Simones Verbleib ergeben. Das änderte sich am Morgen des 17. Februars, als nur 90 Meter vom Campingplatz entfernt eine Frauenleiche gefunden wurde. Oh mein Gott. Simone lag entkleidet auf einer Boccia-Bahn. Ihr Körper war so gut wie unversehrt und wurde mit Palmwedeln verdeckt. Durch die Obduktion und die Spurensicherung am Tatort konnte man feststellen, dass Simone erstickt wurde. Vermutlich durch ein Kissen. Es gab keine Hinweise auf eine andere Gewalteinwirkung oder auf. Danke, Leon. Freut mich sehr, sehr, sehr zu hören. Wirklich. Es freut mich wirklich sehr zu hören. Ich glaube, ich bin wirklich von dem einen oder anderen wirklich so Abendroutine geworden. Ich schwöre, wenn ihr wisst oder wenn du wüsstet oder ihr, wie ich manchmal darüber nachdenke, auch wenn ich so manchmal so im Bett liege und mir so denke, das gibt's wirklich Menschen da draußen, die gucken mich einfach jeden Abend. Ich check das selber manchmal nicht, ne? Ich check das selber nicht, ich schwöre. Einfach dankbar für alles. Auf Missbrauch. Aber man war sich sicher, dass Simone bereits seit der Nacht ihres Verschwindens verstorben war. Um die Leiche an den Ort zu bringen, wo sie gefunden wurde, muss der Täter die Leiche durch ein Loch eines Maschendrahtzauns geschoben haben. Alter. Das alleine zu bewerkstelligen, wäre schwierig, sodass die Ermittler schnell vermuteten, dass mehr als eine Person an dem Tötungsdelikt beteiligt war. Boah, denkt ihr das andere Paar? An dem Maschendrahtzaun konnte ein einzelnes blondes Haar sichergestellt werden, was aller Voraussicht nach einem der Täter gehörte. Leider befand sich an dem Haar keine Haarwurzel mehr, was es mit der damaligen Technik unmöglich machte, den Besitzer zu identifizieren. Katrin und Jens vielleicht? Tobias, Katrin, Jens Martin und Simones Bruder veranstalteten eine kleine Gedenkfeier zu Ehren Simones. Dabei hat Tobias darüber gesprochen, was für ein toller Mensch Simone Wolle, danke, Bruder. Ich schätze das wirklich sehr, ne? war. Er sagte: Sie war ein Engel auf Erden und wir können nicht verstehen, warum Jesus sie uns genommen hat. Niemand kann diese Frage beantworten, aber jeder kann jetzt ihren hell leuchtenden Stern sehen. Dieses blutige und böse Monster, das ihr das angetan hat, muss vor Gericht gestellt werden. Er zeigte sich ebenfalls traurig und wütend darüber, dass die Polizei so lange gebraucht hatte, Simone zu finden, obwohl sich ihr Körper ja die ganzen Tage über nur wenige Meter entfernt befand. Angeblich hatte die Polizei an dem Tag, an dem sie gefunden wurde, das erste Mal Spürhunde eingesetzt. Hätte sie das eher getan, hätte Simone eventuell auch bereits eher gefunden werden können. Die kleine Gruppe und Simones Eltern unterstützten Ich sage auch bloß von dem, oh, sagt mir auch mein Gefühl. sich in den nächsten Tagen und Wochen, wo sie nur konnten. Die Familien verstanden sich immer sehr gut und gerade in Gerne, dieser Julia. schmerzhaften Phase konnten sie den Halt der jeweils anderen gut gebrauchen. Simones Begleiter vermieden es allerdings von Anfang an, über ihr Verschwinden und den letzten gemeinsamen Abend zu sprechen. Simones Familie akzeptierte das. Schließlich hatten sie etwas Traumatisches erlebt und wollten daran vermutlich nicht zurückerinnert werden.
Die Polizei hatte indessen einen ersten Verdächtigen ausfindig gemacht. Bei ihrer Befragung der anderen Campingplatzbewohner hatten einige angegeben, dass ein Mann nach Simones Verschwinden damit geprahlt habe, die Nazi-Schlampe umgebracht zu haben. Als sie den Mann ausfindig gemacht haben, ist ihnen aufgefallen, dass er nur einen Tag nach Simones Verschwinden den Standort auf dem Campingplatz gewechselt hatte. Und zwar genau zu dem Ort, an dem man einen freien Blick auf den späteren Fundort von Simones Leiche hatte. Aber das war noch nicht alles. Der Mann wurde bereits von der Polizei gesucht. Er musste eine Haftstrafe wegen häuslicher Gewalt absitzen, war allerdings kurz vor Antritt seiner Strafe untergetaucht. Leon, danke schön für noch einmal, Bruder. Danke, Habibi. Danke, 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 ehrlich. Danke, vielen Dank. Das klang alles schon sehr vielversprechend. Bei einem Verhör stritt er allerdings ab, irgendetwas mit Simones Verschwinden zu tun zu haben, und man konnte ihn auch nie weiter damit in Verbindung bringen oder überführen. Für die Polizei war das aber nur ein kleiner Dämpfer, denn sie hatten schon lange einen anderen Verdächtigen im Auge. Tobias. Bei den weitreichenden Befragungen der Ermittler hatte sich herausgestellt, dass der Abend vor Simones Verschwinden nicht so abgelaufen sein konnte, wie von ihren drei Begleitern angegeben. Die Arbeiter in der Kneipe, die die vier besucht hatten, erinnerten sich nur allzu gut an die kleine Gruppe. Sie waren aufgefallen, weil sie sich lautstark gestritten haben. Besonders Tobias wurde dabei ausfallend und laut. Das führte so weit, dass die Mitarbeiter die vier gegen 23 Uhr rausschmeißen mussten. Und auch auf dem Campingplatz schien der Streit nicht abgeebbt zu sein. Andere Campingplatzbewohner beteuerten, dass nicht nur, wie von der Gruppe angegeben, Katrin und Tobias stritten, sondern alle vier. Sie hätten Simone noch gegen 0.45 Uhr gesehen. Um 2 Uhr morgens will einer der Anwohner den Schrei einer Frau gehört haben. Weitere Hinweise ergaben sich, als die Ermittler die Tagebücher von Tobias und Simone fanden. Nur einen Tag vor ihrem Verschwinden schrieb Simone darin: Die ganze Nacht hat es geregnet. Der Morgen war auch grau in grau. Als ich Tobias gebeten habe, Katrin und mich zu ihm in den Van zu lassen, flippte er total aus. Gänsehaut. Es ist so eine schlechte Stimmung zwischen uns, seitdem wir in Australien sind. Fick dich. Wir haben den ganzen verregneten Tag getrennt verbracht. Katrin und ich im Van und die anderen im Zelt. Tobias hat den ganzen Tag kein Wort gesprochen. Mich hat es sehr gewundert, dass er zum Schlafen in den Van kam. Aber auch da wurde kein Wort gesprochen. Digga, der ist ganz sass. Auch Tobias hatte einen Eintrag in seinem Tagebuch an demselben Tag verfasst. Er schrieb: Das war kein schöner Tag, das war ein Scheißtag. Simmy ist mir gleich am Morgen auf die Nerven gegangen. Ich war noch nicht mal wach. Es wird wirklich zu viel, so kann es nicht weitergehen. Ich habe mit Simmy kaum gesprochen und sie war sehr introvertiert. Darunter hat die Stimmung in unserer Gruppe gelitten. Es kann aber nicht immer gut sein, nur der Gruppe zuliebe. Außerdem hat es den ganzen Tag geregnet. Also hingen Jens und ich im Zelt herum und die Mädchen im Van. Dieser Tag war blöd. Außerdem kam mir Katie auch noch total komisch vor. Völlig seltsam. Ich werde aus ihr nicht schlau. Am Morgen vor ihrem Verschwinden schrieb Simone noch: Der heutige Tag begann so beschissen, wie der gestrige endete. Und Tobias schrieb: Die Stimmung ist immer noch am Boden und ich weiß nicht einmal, was in den nächsten Tagen passieren wird. Aufgrund all dieser Hinweise wurden Tobias, Katrin und Jens Martin erneut verhört. Lass denen doch was Schönes sagen, Bruder, wieder gar keinen Bock. Ist doch schön, dass er sowas schreibt. Überschön geschrieben. Ich bin sehr dankbar, dass ich so jemanden hier dabei habe. Ist doch schön, Bro, was er schreibt. Auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen zu viel rüberkommt. Ich find's stark. Mein Bruder Leon. Bravo. Doch bis heute sprechen... Ja, lass den Mann doch mal in Ruhe. ...sprechen sie nicht mehr über Simones Verschwinden. Jeder von ihnen nahm sich einen Anwalt, der alle nötigen Aussagen tätigte. Sie selbst schwiegen.
Doch nicht nur vor Gericht, auch gegenüber Simones Familie, die die drei natürlich auf die Vorwürfe ansprach. Sie brachen den Kontakt zu Simones Angehörigen ab und hüllten sich in Schweigen. Wow. Besonders Simones Eltern waren darüber sehr wütend und traurig. Bei einem Zeitungsinterview sagte Simones Vater über Tobias: "Wie versaut muss ein Mensch sein, sich mit uns ans offene Grab zu stellen und uns gleichzeitig so anzulügen? Wow, Alter. Er hat uns nur benutzt." Krank. Am 10. Juli 2007 kommt es zu einer Anhörung vor einem Gericht in Australien. Tobias, Katrin und Jens Martin sind nicht verpflichtet, dort persönlich vorzusprechen. Tobias und seine Schwester erscheinen nicht bei der Anhörung mit der Begründung, dass sie nie wieder einen Fuß nach Australien setzen wollen, da dort so viel Schlechtes passiert sei. Jens Martin erklärt sich bereit auszusagen. Es sollte das erste und letzte Mal sein, dass einer der drei ihr Schweigen bricht und sich zu den Vorwürfen äußert. Jens Martin erklärt, dass sie eine sehr schöne Zeit in Australien gehabt hätten und sich immer gut verstanden. Doch am 9. Februar, also einen Tag vor Simones Verschwinden, sei irgendetwas zwischen Tobias und Simone vorgefallen. Er wisse nicht was, er habe nur bemerkt, dass die beiden nicht mehr miteinander redeten. Mann, Tobias ist so sass, Bruder. Am 10. Februar kam es erneut zu einem Streit zwischen den beiden, da Katrin und Simone aufgrund des starken Regens im Van schlafen wollten. In der Hoffnung, die Stimmung etwas heben zu können und etwas Ablenkung zu erfahren, hätten sie sich am Abend auf den Weg zu der Kneipe gemacht. Doch auch da hätte der Streit angehalten. Zurück auf dem Campingplatz habe es sich zugespitzt und Tobias habe Simone wiederholt als Schlampe bezeichnet. Jens Martin sagte, dass er Tobias noch nie so wütend erlebt habe. Simone sei deswegen irgendwann wütend und verletzt in die Nacht davongelaufen. Tobias habe ihn und Katrin am nächsten Tag darum gebeten zu behaupten, dass Katrin und er sich gestritten hätten und sie sollten Simone bei dem Streit nicht erwähnen. Deswegen hätten sie den Ablauf des Abends anders wiedergegeben. Mit Simones Tod hätten sie alle aber nach wie vor nichts zu tun. Und das ist aber immer so auffällig, sage ich euch ehrlich. Einen Tag vorher den ganzen kompletten Tag nicht reden, beleidigen als Schlampe und ausgerechnet dann stirbt sie. Das muss sich auch die Staatsanwaltschaft eingestehen. Luis, was geht? Es gab keine Hinweise dafür, dass die drei Simone umgebracht haben. Deswegen wird nicht weiter gegen sie ermittelt. Im Jahr 2014 veröffentlichte die australische Autorin Virginia Peters das Buch Have You Seen Simone? The Story of an Unsolved Murder, indem sie das Verschwinden von Simone detailliert aufbereitet. Die meisten meiner Zitate aus diesem Video stammen aus ihrem Buch. Das ist hart, Timo. Was geht, Xaba? Tobias verklagte Virginia allerdings wegen Verleumdung. Diese Klage verlor er vor dem obersten australischen Gerichtshof, da begründeter Verdacht besteht, dass er seine Freundin getötet habe und Virginia Peters nur offizielle Informationen wiedergab. Die Klage führte allerdings auch noch dazu, dass die Wohnung von Tobias durchsucht wurde. Dabei komm zum Spiel, Luis. Fand man laut einer australischen Tageszeitung ein 100-seitiges Dokument, bei dem es sich um einen Briefwechsel zwischen Tobias und seiner neuen Freundin handelte. Er schrieb über die Nacht, in der Simone verschwand. Was genau in den Briefen stand, ist nicht bekannt. Die Polizei gibt die Suche nach weiteren Hinweisen nicht auf. 2014 stellte das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung von 10.000 Euro aus. Er meint's ernst, Dorn. Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falles führen. Im Oktober 2020 stellten außerdem die australischen Behörden eine Belohnung in Höhe von 1 Million australischen Dollar, umgerechnet ungefähr 600.000 Euro aus. Wow. Polizeichef Scott Tanner betonte: "Wir wissen, dass die Wahrheit da draußen ist. Und wir wissen, dass es Menschen gibt, die sie zurückhalten." Ende 2020 kam noch einmal Bewegung in den Fall Simone Strobel. Bislang wurden Tobias, Katrin und Jens Martin von den australischen Behörden weiterhin als verdächtig eingestuft. Doch im November wurde bekannt gegeben, dass eine der mitreisenden Personen nun nicht mehr als verdächtig, sondern als Zeuge eingeordnet wird. Der Kriminalinspektor Grant Erickson
bezeichnete das bei einem Interview mit der Zeitung Northern Star als interessante Entwicklung. Außerdem wurde angekündigt, dass neue DNA-Untersuchungen mit verbesserter Technik sowie eine erneute Prüfung sämtlicher Beweise stattfinden würde. Dabei sei es angeblich bereits zu neuen Beweisen gekommen. Diese Beweise sind der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Allerdings sollte... Ich sage auch, Tobias, es ist... ...aufgrund der aktualisierten Beweislage eine neue Anhörung am 15. Februar 2021 in Lismore stattfinden. Leider musste die Anhörung aus offiziell nicht bekannten Gründen nur wenige Tage vorher auf einen bisher unbekannten Zeitpunkt verschoben werden. Obwohl Tobias einst behauptete, nie wieder nach Australien zurückzukehren, lebt er dort mittlerweile mit seiner australischen Ehefrau. Seinen Namen hat er geändert. Nur einmal äußerte er sich kurz bei einem Interview zu den Vorwürfen. Dabei sagte er, dass es in der Kneipe nie zu einem Streit gekommen sei und er auf dem Campingplatz auch nur mit Katrin stritt. Es könne sein, dass er Simone einmal als blöde Kuh bezeichnet habe, aber ihm das leid tue, wenn es... Ich sag safe, der ist es. Ich schwöre, das ist ja so sus. ...es wirklich so war. Mit Simones Tod habe er nichts zu tun. Ja, Luis, dann wird's schwierig, Bro. Und damit sind wir... Es ist so schlimm, wenn man nicht weiß, wer der Täter ist. Auch gerade so für die Familie. Das muss ja so schlimm sein. Das ist so krass, ich schwöre.